Liebe Schwestern und Brüder, festliche Versammlung heute am Weihnachtstag hier in Villaring. Wer das Geheimnisvolle nicht kennt und nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen seelisch tot. Das ist ein Zitat von Albert Einstein, dem großen Physiker. Staunen können, sich vom Geheimnis des Lebens überraschen lassen. Das ist eine Quelle der Lebendigkeit, auch und gerade für einen wissenschaftlich denkenden Menschen. Denn das muss ja kein Widerspruch sein. Ganz im Gegenteil, große Wissenschaftler sind oft auch Tiefgläubige. Weihnachten ist ein Fest, das uns das Staunen wieder lernt. Das Staunen über einen Gott, der sich in ganz einfachen Zeichen den Menschen mitteilt. Über einen Gott, der den Menschen die Freiheit lässt. Und über einen Gott, der uns heute mit den Armen eines Kindes segnet. Staunen über einen Gott, der sich in ganz einfachen Zeichen zeigt. Natürlich gibt es in dem Weihnachtsevangelium auch die Engelschöre, die himmlischen Heerscharen. Natürlich haben wir in der Mitte auch von Kaiser Augustus gehört, um damit auszudrücken, dass es kein frommes Märchen ist, was wir zu Weihnachten feiern, und keine literarische Erfindung. Aber im Zentrum steht ein ganz einfaches Zeichen, ein Kind, das in Windeln gewickelt ist, so wie alle Kinder in Windeln gewickelt werden. Ein Kind, das in ärmlichen Verhältnissen geboren wird, von ganz einfachen Menschen, Josef und Maria. Und es sind nicht die Promis, die kommen als Erste, sondern die Hirten, die Menschen vom Rande. Wir staunen über diese einfachen Zeichen, diese Zeichen, wo Gott sich auch mit unserer Gebrechlichkeit solidarisiert. Und die Futtergrippe steht wohl heuer in jenen Gebieten der Erde, wo Kinder und Familien vom Krieg betroffen sind. Und die Windeln von Bethlehem stehen für die Hilfsbedürftigkeit des Menschen, ganz am Anfang und dann auch wieder am Ende und oft auch dazwischen. Und für die Zärtlichkeit und Nähe, die Gott allen schenken möchte. In einer Zeit, wo oft der Schein mehr gilt als das Sein und wir alle mit einer gewissen Oberflächlichkeit leben, täte es uns gut, von Weihnachten wieder zur Einfachheit gerufen zu werden und auch in unserem Leben vielleicht manchmal zur Einfachheit zurückzukehren. Wer das Geheimnisvolle nicht kennt und nicht mehr staunen kann, der ist seelisch tot. Wir staunen auch über die Freiheit, die Gott den Menschen lässt. Wir haben das jetzt im Evangelium gehört. Das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erkannt. Die Finsternis wollte eher unter sich bleiben. Das ist das Geheimnis der Freiheit. Denn nur in Freiheit ist auch eine Antwort in Liebe möglich. Und man riskiert auch ein Abblitzen und eine Ablehnung. Dieses Drama der Ablehnung geht bis in unsere Tage herauf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das Geheimnis und Wunder von Weihnachten lehrt uns wieder, auch die eigene Freiheit zu entdecken, den Spielraum, den wir trotz allem haben. Statt in Depression über den Klimawandel zu versinken, wäre es besser, eigene Lebensgewohnheiten vielleicht ein bisschen zu überprüfen. Statt in Verzweiflung über die Kriege in der Welt zu verfallen, wäre es vielleicht besser, im eigenen Bereich einen kleinen Schritt des Friedens zu setzen oder im eigenen Herzen wieder mehr Frieden zu schließen. Und statt über den Glaubensschwund zu jammern und das Erstarken anderer Religionen, wäre es besser, im eigenen Glauben vielleicht wieder einen Schritt zu setzen.
Es war irgendwie tröstlich, was Kardinal Schönborn vor ganz kurzem gesagt hat. Er glaubt, dass das Gespür für Religiosität trotzdem nicht verloren gegangen ist, auch wenn sich die Praxis im Glauben radikal verändert hat. Staunen über Einfachheit, über Freiheit und Staunen über die segnenden Arme des Kindes. Wir werden zur Krippe geführt. Und ich lade Sie ein, kurz auch noch zu verweilen bei unserer Weihnachtskrippe. Heuer sind es übrigens 100 Jahre, dass sie zum ersten Mal hier in der Kirche aufgestellt wurde. Der Segen des Kindes in der Krippe ist vorbehaltlos, ohne Bedingungen, unabhängig von Religion, Lebensstand, sexueller Orientierung und moralischer Würdigkeit. Vielleicht müssen wir diese Dimension des Segens wieder neu lernen. Wir wollen ja immer Vorleistungen haben und Nachleistungen für den Segen. Die Hirten sind auf alle Fälle nicht geprüft worden, bevor sie zugelassen wurden zum Segen. Wir wissen auch nicht, was aus den Hirten geworden ist. Wir wissen nicht, wie das Leben der Weisen aus dem Morgenland weitergegangen ist. Aber wir dürfen annehmen, dass sie ein Stück weit verwandelt zurückgekehrt sind. Und das wünschen wir uns alle von diesem Weihnachtsfest. Wer das Geheimnisvolle nicht mehr kennt und nicht staunen kann, ist seelisch tot. Lassen wir uns neue Lebendigkeit vom Geheimnis von Weihnachten schenken, in aller Einfachheit, in aller Freiheit und durch Absichtsloses gesegnet werden. In diesem Sinne noch einmal ein gesegnetes Weihnachtsfest.